Hallo, mal wieder aus Straßburg. Ska und Jan berichten aus dem Europaparlament vom Plenum hier. Und diese Straßburg-Woche, da war einiges los. Nicht nur in Brüssel wurde der Euro gerettet, sondern hier hat das Parlament ja auch schon wieder einige Sachen in Angriff genommen. Und auch die Europäische Kommission hat diese Woche einiges Neues vorgestellt. Da war auch was für uns dabei, ne, Ska? Ja, das hat zwar kaum jemand mitbekommen, weil gleichzeitig Eurokrise und so, aber die Kommission hat eben auch eine Mitteilung rausgebracht zu den sogenannten Smart Borders, also quasi intelligente Grenzüberwachung, wie das heißt. Wir finden aber, dass es überhaupt nicht smart oder intelligent ist. Was die Kommission nämlich vorhat, ist, dass sie quasi kontrollieren will, elektronisch, wer denn in die EU reinkommt. Also es gibt dann quasi so ein Gate, also so eine Tür, da muss man so einen Chip vorhalten und dann sagt es bling bling, wenn man rein darf, und wenn man nicht rein darf, dann muss man halt draußen bleiben. Und so wird kontrolliert, wer reingeht, aber auch wer rausgeht. Und dann will man halt sehen, wer zum Beispiel nur ein Visum für 3 Monate hat und dann nach 3 Monaten aber nicht wieder rausgegangen ist. Und wir finden das halt völlig schwachsinnig. Es ist ein riesiges Überwachungsinstrument, kostet unglaublich ungefähr 1 Milliarde Euro. Und das ja, wenn wir jetzt gerade nicht so viel Geld haben. Und dann gibt es auch ein großes Fehlerpotenzial. Also wenn zum Beispiel beim Rausgehen diese automatische Tür nicht mitkriegt, dass der Mensch nach 3 Monaten wieder ausgereist ist, dann ist der plötzlich ein illegaler Migrant, der dann gesucht wird mit Europol und weiß nicht was und kann vielleicht nie wieder einreisen, nur weil es da so einen Fehler gibt. Also wir finden das voll die Verschwendung und keine gute Idee. Und da drin geht es ja auch irgendwie darum, dass man sich registrieren muss, wenn man reisen will. Das ist, weiß nicht, wie soll ich mir das vorstellen? Muss ich dann jedes Mal, wenn ich von Brüssel nach Straßburg reise, irgendwie vorher mich bei der Kommission anmelden? Hä? Ja, das natürlich erstmal nur, wenn du fliegst, was wir ja eher selten tun. Aber da für diese Fälle ist es so, niemand muss sich registrieren, aber man darf sich registrieren. Es ist sozusagen ein Vorschlag, wir wollen das System oder die Kommission möchte gerne ein System einrichten, wo man sich registrieren kann, um schneller einreisen zu können. Ja, also schneller durch die Kontrollen, durch die Sicherheitschecks und so weiter. Warum ist das bedenklich? Auch aus unserer Perspektive, das ist vor allen Dingen deswegen bedenklich, weil wer sich dann nicht registriert, ja, weil man vielleicht nicht unbedingt gerade alles von sich preisgeben möchte oder nicht unbedingt möchte, dass jetzt alles super verknüpft wird und alles gespeichert wird, freiwillig natürlich, sondern das einfach gar nicht will, der wird natürlich in diesem Zusammenhang dann schon irgendwie verdächtig. So, ja? Und wenn es irgendwann dazu kommt, dass ich nur noch einreisen kann, sage ich mal, auf eine normale Art und Weise, wenn ich mich registriere und alle anderen, die sich nicht registrieren wollen, im Grunde genommen schon mal ein Problem bekommen, dann ist das natürlich nicht vereinbar mit den Grundrechten auch, die wir haben, weil wir haben ja die Reisefreiheit, wir haben die Möglichkeit eben auch eine Unschuldsvermutung zu genießen. Das sollte auch weiterhin der Fall sein. Und da dürfen solche Systeme natürlich nicht einen Anreiz bieten, das alles immer weiter einzuschränken, sondern meines Erachtens sollten alle gleich behandelt werden. Ne? Und das ist dieses System mit den registrierten Reisenden also. Der Vorschlag insgesamt ja noch sehr überholungsbedürftig, wenn überhaupt hilfreich. Daneben gibt es ja auch sozusagen immer noch die Speicherung der Fluggastdaten, die generell betrieben wird, um Sicherheit zu schaffen, Kriminalität zu bekämpfen und so weiter. Und da verabschieden wir gleich, wenn wir wieder ins Plenum gehen, das letzte Mal heute in der Woche, das PNR, das Passagierabkommen mit Australien, wo eben genau diese Fragen immer noch nicht geregelt sind. Also der Schutz der Daten, der personenbezogenen Daten und die Frage, was dürfen die eigentlich alles mit diesen Informationen anstellen, ist immer noch nicht ausreichend geregelt, sagen wir als Grüne jedenfalls. Leider sagt das die Mehrheit des Parlaments nicht mehr, obwohl sie es jahrelang gesagt hat. Also die Sozialdemokraten, die Konservativen, auch die Liberalen stimmen jetzt dafür. Das ist ein bisschen schon natürlich ein schwarzer Tag für die Rechte der Bürger. Auf der anderen Seite haben wir auch ein positives Erlebnis gleich zu verabschieden, nämlich, dass es eine neue Richtlinie gibt zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs. Da haben wir es tatsächlich geschafft, mal eine vernünftige Linie durchzusetzen, gemeinsam mit den anderen Fraktionen, nämlich, dass es kein Sperren auf europäischer Ebene geben soll, sondern eben das Löschen von Internetseiten mit solchen Inhalten verpflichtend gemacht wird. Das ist ein guter Fortschritt. Also es gibt auch Lichtblicke. Wir können Dinge tatsächlich hier durchsetzen und wir werden sehen, wie das weitergeht. Ja, das ist doch mal was. Ja, und während die Staats- und Regierungschefs ja auch gerade den Euro retten in Brüssel, beziehungsweise gerettet haben, haben wir gestern hier auch über Geld diskutiert, und zwar über den Haushalt der Europäischen Union, wo wir allerdings auch finden, dass wir ihn durchaus noch besser hätten sparen können. Aber leider gibt es da auch eine Mehrheit, die sagt, ach,
nehmen wir doch ein bisschen Geld an die Hand. Das finden wir durchaus fatal. Aber mal schauen, was bei den Verhandlungen mit Rat und Kommission dann bei rauskommt. Naja, das werden wir vielleicht dann beim nächsten Mal berichten können. Genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal auch wieder in Straßburg. Tschüss.